Gesenk. Ich melde mich heute vom Heider Christoph, dem Pfarrer von Oberhofen, Pfaffenhofen und Flaurling. Grüß dich, Christoph. Grüß dich, Gott. Das Fest aller Heiligen, aller Seelen steht dir bevor. Ja. Was ist jetzt kirchlich für ein Fest und was tut man da jetzt? Ja, aller Heiligen und aller Seelen muss man an und für sich unterscheiden. Es sind zwei Tage. Aller Heiligen geht es um etwas Fröhliches. Da geht es um die Schar aller Heiligen. Also nicht nur die werden gefeiert, die sonst im Kalender stehen, sondern die ganzen unbekannten Heiligen auch. Einfach alle, die im Himmel als Heilige gelten. Und aller Seelen ist der Tag des Totengedenkens. Allerdings ist es bei uns durch den Feiertag so, dass man am Vormittag die Festmesse feiert zu Ehren der Heiligen und am Nachmittag geht man ans Grab. Der Gräberbesuch, hast du gesagt, ist eigentlich für alle Seelen vorgesehen. Wieso wird der Bund schon zu aller Heiligen gemacht? Ja, eben durch den Feiertag ist es vorgezogen, weil da die Leute Zeit haben und weil sie dort auch sich eben an den Gräbern versammeln können. Man kann das untertags machen auch, meistens in der Mittagszeit. Und da kommen doch einige Leute Land auf, Land ab und gehen da zu den Gräbern ihrer Angehörigen. Du hast mir erzählt, dass es über 1000 Jahre schon her ist, dass sie es eingeführt haben in Cluny. Also, Allerheiligen, das Fest gibt es schon sehr, sehr lange, ja. Und eben auch aller Seelen. Das hat der Abt Odilo von Cluny hat das eingeführt. Zuerst für seine Klostergemeinschaft und das ist dann bald einmal auf die ganze Gesamtkirche übergangen. Ist nicht überall so, dass die Leute die Gräber so pflegen wie bei uns? Also, wenn man in andere Länder kommt, muss man sagen, da sind wir schon Spitzenreiter, ja. Wenn man unsere Friedhöfe anschaut, wie gepflegt die sind und wie die Leute dort auch regelmäßig einkehren. Großes Lob, ja. Die Leute haben das Bedürfnis, dass der Grabsegen immer wieder aufrecht erhalten wird. Das spürt man eben zu aller Heiligen. Da wollen die Leute, dass man an jedes Grab kommt, dass es noch einmal gesegnet wird. Obwohl ein Friedhof ja schon vom Namen her ein geweihter Boden ist, ein Gottesacker. Und die Leute haben einfach den Wunsch und das Bedürfnis, dass das immer wieder aufgefrischt wird. Es wird ja Rosenkranz gebetet. Ja, da ist so eine kleine Feier, Andacht, zuerst in der Kirche am Allerheiligentag, mittags, am frühen Nachmittag und dann geht man eben zu den Gräbern hinaus und man gedenkt dort besonders auch der Verstorbenen des vergangenen Jahres. Also alle, die in dieser Zeitspanne von Allerheiligen bis Allerheiligen verstorben sind. Danke vielmals für das Interview und einen schönen Tag. Danke.